Und damit ganz herzlich willkommen zum Let's Play Bioshock Infinite. Oh ja. Die 50er Jahre warten auf uns und wahrscheinlich, wenn ich so rechts rüber schaue, 1912 ist es doch schon ein bisschen länger her. Wollen wir gar nicht allzu lange quatschen, sondern starten gleich ins Geschehen. Helligkeit, ja, ein bisschen heller. Ja, so, super. Kann losgehen. So, Spiel starten. Ich glaube, weiter geht noch nicht, weil das Spiel gerade erst rausgekommen ist. Deswegen starten wir ein neues Spiel. Ja, ich beherrsche zwar keine Grundlagen, aber das ist auch scheißegal. Spielen wir auf normal. So. Booker, hast du Angst vor Gott? Nein, aber vor dir. Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen, rudern. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Was ist das? Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Ruder. Tu's doch einfach. Nicht übel. Sonst kommen wir nie an. Nein, ich meine, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Tja, das sehe ich ganz genauso. Wir werden sicherlich nicht rudern. Okay. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Sollen wir ihm sagen, wann wir wiederkommen? Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Hey! Wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden. Vielleicht ist hier drin jemand. Na. Okay, also im Notfall würden wir sicherlich auch irgendwie zurückkommen. Naja. Irgendwie kommt mir der ganze Komplex immer ein wenig bekannt vor. Obwohl man ja schon aus Trailern weiß, dass Bioshock Infinite gar nicht mehr in Rapture spielen soll. Bring us a girl and wipe away the debt. This is your last chance. Oh. Ja, das macht ja nichts. Kommen wir hier rein? Silver Eagle und Dosenbohnen. Oh, lecker, lecker. Naja. Okay, hier gibt's wohl nichts mehr. Dann gehen wir mal rein. Klopf, klopf. Klingelstreich. Entschuldigung. Ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, Sie erwarten mich. Viel Glück damit, Kumpel. Okay. Tja, also eigentlich ein ganz normaler Leuchtturm. Geld. Wenn es so weitergeht, sind wir bald reich. Es hat zwar noch überhaupt gar keinen Sinn, hier die ganzen Dosenboden wegzufressen. Wahrscheinlich werden wir sie gleich noch brauchen. Naja. Ist jemand da? Hallo? Was ist denn das hier für ein komischer Leuchtturm?
Und der singt, es ist gut, wenn er stirbt. Hallo? Ist wohl keiner da. Hier können wir auch nichts benutzen, okay. Kann man vielleicht in einem Buch da lesen? Auch nicht. Oh. Aber immerhin fließend Wasser hat er. Scheiße. Hallo? Hallo. Don't disappoint us. Oh, eine Birne. Geil. Wir sind gerettet. Wir haben noch Geld. Nein, ich bin nicht geldgeil. Was ist das hier? Kann man wahrscheinlich nicht rein. Moment mal, diese Karte. Okay, zweimal Schlüssel. Was in aller Welt? Oh. Hilfe. Was zum? Okay, ich soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. Dagegen. Egal, setz uns mal hin, mal gucken, was passiert. Kann ja nicht schlimm sein, mit einem Leuchtturm, mitten auf dem See. Mach dich bereit, Pilger. Die Boote dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Das heißt nichts Gutes. Nein, 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 verdammt! Achtung! Der Aufstieg beginnt in 5. In 4, 3, 2, 1. Nein! Aufstieg! Okay, Booker, ganz ruhig bleiben. 5.000 Fuß. 10.000 Fuß. 15.000. Halleluja! Alter! Was? Faser Comstock? Was? Was ist das denn?
Natürlich, ja, der Comstock. Er sah gleich in seiner Rolle. Finde einen Weg in die Stadt. Okay. Hallo? Ach nee. Okay. Alter, krass. Kommen wir da hoch? Nee, kommen wir nicht. Tja. Tschüss dann. Der Spross des Propheten. Wer sagt denn überhaupt, dass er der Prophet ist? Steht das hier irgendwo geschrieben? Ja, hiermit hatte ich das Konklave feierlich zum Propheten gewählt. Nein, natürlich nicht. Welcome, Center. Alter, auch die Musi hier, das ist ja Natürlich. Alles klar. Was ist das hier? Ein leerer Korb. Wow, $4. So, erstmal schön diese Kirche oder was das hier sein soll, plündern. Gar kein Problem. Wir gehen noch nicht gerade nicht richtig, oder? Okay, super. Ich will mich nämlich noch erst umgucken, bevor wir jetzt weitergehen. Das ist nämlich gerade sehr krass hier. Ich muss zusehen, wie ich hier rauskomme. Ja, Schnucki, hab mich ja verstanden. Entschuldigung, wo bin ich hier? Im Himmel, Freund, oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Ja, das könnte keine... Was ist das? Hallo, ich sehe dich im Spiegelbild. Was ist denn das für eine? Waren wir hier schon? Oh. Also... Die übertreiben es nicht, ne? Und hiermit bringe ich euch die frohe Kunde. Es gibt keine. Zypern ist gerettet. Ja. Mensch. Prima, da freue ich mich natürlich. Oh, Geschenke. Mit $2 in der Prima. Gucken wir nochmal ganz kurz hier drüben und dann gehe ich auch weiter, versprochen. Boxophon? Scheiße. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, das ist nämlich meine Aufnahmetaste, deswegen... Das ist gerade ein bisschen doof. Was ist denn hier? Da machen wir mal gerade... So, alles besser. So. Liebe den Propheten, denn er liebt den Sünder. Liebe den Sünder, denn er ist du. Aber gäbe es keinen Sünder, wozu bräuchte man einen Erlöser? Gäbe es keine Sünde... Wozu bräuchte man Vergebung? Gute Frage. Nächste Frage. Alter, wie abgespaced das hier schon ist. Krass. Und jedes Jahr an diesem Tage erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt und unseren Propheten Vater Comstock.